So, meine lieben Freunde, Hallöchen. Ich muss da noch ein paar Feineinstellungen machen. Hallöchen, Puppöchen, und herzlich willkommen zu einem kleinen Pre-Sequel. Und zwar My Summer in Mara Prolog. Ja, das Spiel kommt am 16. Juni raus. Und ich freue mich so ein bisschen drauf. Ist von den gleichen Machern wie von Dayland. Und da habe ich mir gedacht, ja, ist ganz lustig, sieht nett aus. Und durch die liebe Sims Movie Star, die mir das dann ein bisschen näher gelegt hat und zu mir gesagt hat, ja, dann... wie heißt es dann? Guck dir doch die Demo an, wenn du noch nicht weißt, wie es dir gefällt. Jo. Mach ich das auch mal. Wollen wir mal gucken, wie es so ist. Wenn es zu leise ist, dann ist das halt jetzt so. Ich weiß nicht, wie lange die Demo geht, aber ich habe mal Lust drauf. Wir sind also ein schiffbrüchiges kleines Mädchen. Ist auf jeden Fall logischer als Dingsbums. Als bei Dayland. Aber ich will Dayland nicht verurteilen. Ah, wir können springen. Super. Okay. Wir spielen also hier die kleine Werkzeuge. Okay, das sieht alles ziemlich Dayland-mäßig aus. Okay. Chor, warst du wieder auf dem Dach? Nein, ja, ja. Ich habe dich doch gerade runterkommen sehen. Gibt es etwas, das ich für dich tun könnte? Auf der Insel gibt es immer etwas zu tun. Wir brauchen Orangen, um Saft fürs Frühstück zu pressen. Ich bin zu alt, um selbst zu holen. Um sie selbst zu holen. Orangen für die Dame. Aber natürlich. Alles klar. Wir können jetzt nur sehen, haben wir aber schon. Okay. Also sieht schon, man merkt, dass das mit, dass das die gleichen Entwickler und der gleiche Publisher sind wie Dayland. Jo, unsere schlagen. Schön. Okay, die Steuerung ist auch ziemlich gleich. Was aber gar nicht so schlimm ist, finde ich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es sieht, wenn ich Schokolade einpflanze, wächst daraus ganz bestimmt neue Schokolade. Ernsthaft? Oh, wie süß. Durchmengen. Okay. Warte mal, wo habe ich denn Karotte, Orange? Okay, das Inventar sieht cool aus. Das ist schön. Das ist ein bisschen besser als bei Dayland. Oh, die Musik ist schön. Das Pfeifen im Hintergrund. Oh, wie, oh, das ist cool. Guck mal, wie sie läuft. Das ist cool. Es ist schon schön. Guck mal, ein kleines Schweinchen. Oink, oink. Hier hast du was zu essen. Füttere die Tiere, um einen speziellen Gegenstand zu erhalten. Je mehr Tiere du hast, umso mehr Gegenstände erhältst du. Super. So, wir müssen jetzt also erstmal 3 Orangen sammeln. Ich habe vorher nicht getestet, wie lange die Demo geht. Guck mal, hier sind rosa Schweinchen. Aber ich habe nichts mehr für dich. Ah, bauen. Okay, verstehe. Wie sie mit dem Fuß einfach dagegen tritt. Schön. Freue ich mich. Ja, ich nehme natürlich mit, was geht. Das ist ja wohl klar. Okay, das sieht echt lustig aus. Ah, ich verstehe. Wir können jetzt hier einmal Wasser nehmen und sehen dann oben links,
wie viel Wasser der noch hat. Und wenn wir zu schnell rennen, verliert der Wasser. Das ist ja ein cooles kleines Detail. Das ist nicht schlecht. Hier hast du die schönen Orangen der Insel. Die schönsten Orangen der Insel. Ich danke dir sehr. Ja, Haku und die Koa. Dieser Saft ist köstlich. Ich fühle mich voller Energie. Das freut mich zu hören. Vergiss nicht, Koa. Mit Speis und Trank gewinnst du jedes Herz. Jetzt müssen wir ein neues Ackerfeld vorbereiten. Gut, ich schaue dir von hier aus zu. Oh nein, nein, nein. Du bist schon ein großes Kind. Das kannst du auch selber. Nimm dir eine Hacke und bereite das Feld vor. Danach kannst du diese Karottensamen einpflanzen. Zum Schluss musst du noch Wasser aus dem Brunnen holen und die neu gepflanzten Samen gießen. Muss ich danach duschen gehen, wenn du dich schmutzig machst? Ja. Ja, yeah, es klebt doch immer etwas Schmutz an mir. Was ein neues Rezept. Und eine Hacke. Super. Kann ich die jetzt bauen? Keine neuen Werkzeuge verfügbar. Ah, die hab ich automatisch. Okay. Okay. Das ist doch ziemlich Dayland gleich. Also man merkt schon, ich brauche einen besseren Hammer. Okay, ich verstehe. Ich brauche eine bessere Hacke. Okay. So ist das also gemacht. Wunderbar. Das braucht 5 Minuten, ne? Genau, nehme ich an. Gut, dann wollen wir die Karotte mal gießen. Ich finde das extrem nice. Also mir gefällt das Spiel sehr bis jetzt. Aber ich habe ja auch Dayland. Ups, bis zum geht nicht mehr gefeiert. Ah, super. Die Felder sehen nach der Aussaat so toll aus. Das stimmt. Aber ich finde es komisch, ich finde es ein bisschen schade, dass der Brunnen so weit weg ist. Jo. Von daher kann ich hier schon ernten? Nee, noch nicht. Mit dir spreche ich später, Oma Jaka. Küche. Ich brauche eine Karotte und eine Orange. Echt? Okay. Na gut. Ich finde es cool, dass man springen kann. Alles ist fertig, Madame. Gut, jetzt brauchen wir etwas Feuerholz. Ich habe leider meine alte Axt verloren. Wir müssen wohl eine neue anfertigen. Kann ich das machen? Aber sicher, warum nicht? Du brauchst nur einen Stein und ein bisschen Holz. Toll, dann habe ich meine ganz eigene Axt. Wir werden sehen. Hier, nimm die Materialien, geh ins Haus und baue in der Werkstatt eine Axt. Danach treffen wir uns im alten Baum. Alles klar. Jawohl. Yes. Ich muss mit dieser Axt vorsichtig sein. Sie ist sehr scharf. Das stimmt. So, die Oma ist hier drüben. Ich nenne sie jetzt einfach Oma. Fertig. Oma, ja, schau dir diese Axt an. Gut, als nächstes müssen wir diesen Baum fällen. Oh, der Baum tut mir leid. Mir tut er auch leid. Wenn wir der Natur etwas nehmen, müssen wir ihr auch etwas zurückgeben. Wir leben in Mara. Der große Ozean, der uns umgibt, ist voller Leben. Wenn wir die Natur für uns nutzen, ist es auch unsere Pflicht, sie für die Dinge zu entschädigen, die wir uns genommen haben. Wir sind Teil des Kreislaufs. Koa, nichts von dem, was du siehst, gehört dir. Mara hat es uns nur geliehen. Das gefällt mir. Soll ich den Baum jetzt fällen? Was sagt man? Danke, lieber Baum. Nimm einen Samen. Wenn du mit dem Baum gefällt hast, also wenn du mir wahrscheinlich den Baum gefällt hast, pflanze den Samen irgendwo auf der Insel. Das ist ein fairer Tausch. Super. Fälle den Baum mit der Axt und pflanze einen neuen Pinienkern mit der Hacke, damit ein neuer Baum wachsen kann. Das ist super. Dreht die Kamera sich automatisch? Nein.
Okay, der nimmt das nicht automatisch. Oh, wir haben Harz gefunden. Der stand hier eigentlich super. Finde ein freies Stück Land. Hab ich doch. Okay. Wunderbar. So, vielleicht müssen wir die Schweinchen hier später einsammeln. So, Schweinchen, komm. 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 So. Der Baum ist jetzt angepflanzt. Ich hoffe, der wird richtig groß. Wenn du dich gut um ihn kümmerst, wird er bestimmt riesengroß. Ich werde ihn jeden Tag gießen, ja. Also gut, Koa. Möchtest du ein neues Rezept lernen? Wir machen heute Orangenmarmelade. Das Rezept ist sehr einfach. Geh da raus in die Küche und bereite sie zu. Oh, super. Orangenmarmelade. Yay. Habe ich noch genug Orangen? Komm mit. Komm. Könnt ihr nicht einfach frei herumlaufen? Wir wollen ja nicht, dass ihr ins Meer fallt. Komm rein. Das ist cool. Das gefällt mir. Oh nein! Das Schweinchen! Mitkommen, mitkommen! Hauen die nach einer Weile automatisch ab? Komm mit! Ich hab kein Essen. Oh, wie sie das sagen, das ist cool. So. Na komm! Okay, kann ich nicht verschieben. Die folgen mir aber noch eine Weile. Beide. Hier rüber. Jetzt da hingehen und schließen. Okay, das wird noch richtig lustig. Gut. Will ich mal Marmelade erstellen? Ich weiß auch nicht, noch nicht wirklich lang, wie lange ich aufnehme. Ich achte darauf jetzt mal gar nicht. Ich gucke einfach mal, wie lange die Demo jetzt geht. Was haben wir hier? Ich brauche etwas in die Truhe. Ah, wir haben keinen Schlüssel. Okay, ich will die Truhe öffnen. Küche, Orangenmarmelade. Yes! Die Marmelade ist lecker. Ich werde ja davon etwas bringen. Oh, super. So, was haben wir hier? Hier haben wir einen Hühnerstall. Wahrscheinlich wird das später noch eine Aufgabe, hier die ganzen Tiere einzufangen. Aber läuft eigentlich ganz gut. Oh, da unten gibt es einen Teich. Wir können wieder angeln. Ja, probier mal die Marmelade. Oh, es gibt Fisch zum Abendessen. Das kommt drauf an, ob sie anbeißen oder nicht. Wir werden sehen. Hast du Lust, leckeren Fisch zu kochen? Dann hör gut zu. Ich gebe dir das Rezept, Koa. Du brauchst einen frischen Rotflossenwels. Dann schneidest du ein paar Karotten. Warum kommen nie Piraten hier vorbei? Und dann fügen wir... Hey, Jaja, warum kommen nie Piraten hier vorbei? Bitte? Hast du mir zugehört? Ich kann sie vom Berg aus sehen. Sie bleiben immer weit weg und kommen nie hierher. Vielleicht, weil es hier nichts Interessantes für sie gibt. Unsere Insel ist winzig. Aber wir haben das Tor und die Quelle. Nio und Nao, unsere Insel ist wunderschön. Ja, stimmt. Aber wir pflegen die Insel ja nicht für andere. Wir pflegen sie, weil es wichtig ist, sich um sie zu kümmern. Auch wenn ich manchmal weggehe, komme ich immer wieder zurück. Wegen dir und unserem Haus. Und selbst wenn ich einmal weg bin, kann ich nicht aufhören, an die Insel zu denken. Unser Zuhause ist ein Spiegelbild dafür, wie wir über uns selbst denken. Wir müssen uns doch selbst gern haben, nicht wahr? Das stimmt. Nun, worüber haben wir geredet? Übers Abendessen. Ach ja, aber wo war ich stehen geblieben? Nun, es ist nicht so wichtig. Es wird langsam spät, Koa. Ich brauche Treibstoff für das Boot. Fülle den Tank und bringe ihn zum Angelplatz. Natürlich, Madame Haku. Harzschwimmer. Sammelt Treibstoff von der Quelle am Tor, der Wächter, und bringe ihn Yara Haku. Okay. Muss ich jetzt nach Hause und diesen Korken machen? Oh, wenn ich das Let's Playen sollte, werde ich so oft die Melodie mitsummen. Das
könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Mein Werkstattkorken. Ich glaube, der wird noch wichtig sein. Gibt es hier auch eine Karte? Weil ich habe nämlich... Na, kommt. Hier rein mit euch. Oder ist es nur eure Futterstelle? Na gut, dann bleibt halt da. Die Frage ist, wo fülle ich den Tank? Speziell alter Tank. Ein Bootstank mit geringer Kapazität. Sammelt Treibstoff am Tor der Wächter. Wo ist das Tor der Wächter? Ich meine, ich finde es an sich ja ganz gut, dass wir jetzt keine Karte bekommen, wo wir dann halt sicher sein können, dass wir wo wir halt direkt nachgucken können, wo wir lang müssen. Ich nehme an, das ist eine Mine. Was sieht denn hier nach Wächter aus? Ein bisschen größer als Dayland. Wo ich ja bei Dayland ja auch so ein bisschen gefeiert habe, dass man da Dingsbums, dass man da dass man da einen Planeten gesteuert hat. Kann ich eigentlich ins Wasser? Hallo Krabbe. Tut mir... Ah, oh, super. Bitteschön. Das quält mir doch besser als gedacht. Angeln gehen. Ich liebe es zu angeln, aber zuerst muss ich eine Angelroute herstellen. Das stimmt. Oh, ich kann schwimmen. Das ist cool. Ja gut, klar, macht natürlich Sinn, ne? Wenn wir jetzt hier die Kleine spielen. Ich habe jetzt den Namen noch nicht im Kopf. Dauert aber wahrscheinlich noch ein bisschen. Koa. Genau, wenn wir die kleine Koa spielen. Dann ist es aber lustig. Es ist klar, dass die schwimmen kann, weil die auf einer Insel wohnt. Ah, die Sprites haben sie übernommen. Das ist super. Oh, hier liegt ein Eimer. Wo ist der Wächter? Ah, die Musik ist super. Da habe ich richtig Bock auf Urlaub. Da habe ich richtig. Ich habe ja gesagt, wenn ich. Ohne die Monster würde ich ja Dayland als Gamewelt so ein bisschen bevorzugen. Ist klein, fein, aber trotzdem schön. Es wird uns so ein bisschen angezeigt. Das sind also die Wächter. Interessant. Aber ich muss sagen, die... hier durch. Okay. Oh, super. So was, ich erkunde den ganzen Kram erstmal. Die Insel würde mir auch gefallen. Ganz im Ernst. Also wenn man jetzt sagen würde, in welche Welt würdest du eintauchen, ich glaube, da müsste ich, da hätte ich zwei, hätte ich schon ein paar Welten, aber Dayland oder meine Farm in Farm Together oder hier, da hättest du, glaube ich, richtig Lust. So, mach ich den alten Tank mal voll. Ich habe den Tank aufgefüllt, super. Ich glaube, Harzschwimmer wird dafür benutzt, um, zum Angeln oder so, glaube ich. Das kann sein, dass man weiß, wo man selbst ist. So, sehe ich irgendwo. Ich glaube. Jaja hat gesagt, dass es in dieser Höhle früher Fledermäuse gab. Aber jetzt sind sie weg. Na, oh, schade. Ob man Fledermäuse auch füttern kann. Wir können Krabben füttern. Wir können uns hier um alles kümmern. Das ist super. So, wo ist denn jetzt die Omi-Line? Ich denke mal, von Anfang nenne ich die einfach Kleine und die Oma. Und im Let's Play kann ich mir dann die Namen aneignen. Pass auf dich auf, Jaja. Weißt du noch, worum ich dich gebeten hatte? Wonach hattest du mich gefragt? Schokolade!
Wenn du hier bleiben willst, kann ich das Boot nehmen und welche kaufen. In ein paar Jahren kannst du mich vielleicht in die Stadt begleiten. Das Meer ist sehr gefährlich. Versuch nie allein mit dem Boot herauszufahren. Und was ist mit dir? Naja, also schön. Ich erlaube dir, alleine zu fahren. Tschüss, Jaja. Bye, bye. Schade, dass man nicht winken kann oder so. Ich werde Jaja ein Abendessen kochen und sie überraschen. Am besten probiere ich das leckere Fischrezept aus. Mal sehen, erstmal muss ich einen Rotflossenwelch aus dem Teich fangen. Jaja hat ihre Angel mitgenommen. Ich mache mir in der Werkstatt einfach eine eigene. Ich brauche ja nur ein paar Materialien. Super. Dann muss ich gucken, ob ich die schon gefunden habe. Oh, das wird wieder so ein Spiel, da habe ich richtig Bock. Oh, das ist so ein richtiger Ohrwurm. Also für mich zumindest, ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber ich habe da richtig Lust drauf. So, eintreten, Werkzeuge, Angel. Ich hab's gewusst, den Harzschwimmer und Holz. Jetzt habe ich eine Angel, ich soll direkt am Teich ausprobieren. Hier war noch gleich das Rezept Fisch, ein paar Karotten. Hm. Beim Rest habe ich nicht zugehört. Naja, wie auch immer, das wird schon reichen. Alles klar. So, erstmal ein paar Karotten. Brauche ich. So, dann will ich mal gucken, wie viele Karotten ich überhaupt brauche. Oh, es wird schon Abend. Okay, ich brauche einen Fisch. Super. So, will ich mal zum Teich und will mal angeln. Ich glaube, da liegen auch noch ein paar Köder gerade bereit. Oder will ich am Meer angeln? Oh ne, ich hole mir mal einen Süßwasserfisch, das passt schon. Super, angeln gehen. Ah, okay, 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 okay. Gefühlt ist es ein bisschen einfacher. Wow, 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 wow. Okay, mit Controller wird das, glaube ich, ein bisschen... Kann das ein bisschen schwierig werden. Aber es gefühlt ein bisschen einfacher als bei Dayland. Das ist schon mal super. Das hatte ich mir ja insgeheim so ein bisschen gewünscht. Obwohl es auch nur eine Gewöhnungssache ist. Aber ich habe so das Gefühl, hier ein bisschen mehr... nicht ganz so angespannt beim Angeln zu sein. So, Küche. Hm, wie heißt das Rezept? Leckerer Fisch? Das sieht ja... Das sieht nicht wirklich lecker aus. Ich hoffe, dass es wenigstens essbar ist. Oh nein. Wenn es zu dunkel wird, findet Jaja nicht mehr zurück. Ich muss das Feuer auf dem Berggipfel anzünden, damit sie den Weg findet. Ich brauche nur eine Fackel. Das ist einfach. Jaja hat mir beigebracht, wie man eine macht. Ich glaube, ein bisschen Holz ist genug. Neue Quest. Eintreten. Werkzeuge. Ja, dafür brauche ich aber Holz. Was hat die Jaja gesagt? Immer wenn wir was abernten, müssen wir auch wieder was pflanzen. So, ich habe hier noch eine Eichel gefunden. Komm dann mal hier hin. Super. Dann eine Fackel. Gut, die Fackel ist fertig. Ich muss vorsichtig sein. Feuer ist gefährlich. Ah, es wird dunkel. Es ist Zeit, das Feuer am Berg, auf dem Berg anzuzünden. Gut, dass ich daran gedacht habe. Du bist so gewissenhaft, Koa. Zünde ein Feuer auf dem Berggipfel an. Okay. Die Frage ist, wo kriege ich... Wie mache ich am besten Feuer? Berggipfel ist wahrscheinlich da oben. Ansonsten gibt es hier keinen Berg. Oh, ich weine schlafen. Ich glaube, das Spiel wird mir richtig Spaß machen. Auf jeden Fall hier nochmal vielen lieben Dank an Sims Movie Star für den, von der lieben Dame, den Tipp mir die mit der Demo. Ah, hier gibt es auch einen offiziellen Weg. Okay.
das geht automatisch. Okay, okay, okay. Super. Warum mache ich die eigentlich nicht an? So, und hier. Ich glaube, ich kann Jaja von hier aus sehen. Ich bin froh, dass sie sicher angekommen ist. Ich hoffe, sie hat mir eine Schokolade mitgebracht. Jaja. Ich hoffe, dass ich von hier oben noch mehr schöne Boote sehen kann. Ja, oh, wie die sich freut. Ich freue mich. Also ich weiß nicht. Nao und Nio reden nicht viel, aber sie schicken mich auch nicht weg. Ah, das ist Nao und Nio. Okay. Alles klar. Oh, Jaja ist da. Gehen wir mal runter. Will ich den Berg runterspringen? Nee, nee, nee. Nee, nee, das ist dumm. Das ist dumm. Das ist entgegen jeglichen Instinkt. Von daher renne ich einfach mal durch. Wo ist denn die schöne Musik hin? La 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 la. La 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 la. Ah, die Fackel hat also auch was zum. Ah, ich verstehe. Verklärt auch also ein Ablaufdatum. Ich bin sicher, dass ich die Spitze erreichen kann, wenn ich wirklich schnell renne. Ja. Ach so, ja, das hätten wir vielleicht anders triggern sollen, weil ich ja hier von der Seite hochgerannt bin. Kann ich hier eigentlich rennen? Oh, ich kann rennen! Geil! Oh, wie super! Guck mal, wie zielstrebig sie rennt. Oh, wie cool. Gotta go fast. I got a supersonic bassman. Oh, das macht so viel mehr Spaß. Also, es macht so viel Spaß. I got a supersonic. Nee, komm, lass gut sein. Hallo, Omi. Ja, ja, hast du mir Schokolade mitgebracht? Die habe ich vergessen. Wie schade, ja, ja. Hätte ich das gewusst, hätte ich kein Abendessen gekocht. Du hast Abendessen gekocht? Ja, das Fischrezept, das du so gerne magst. Es ist nicht sehr gut geworden. Es hat mich nicht besonders inspiriert. Das ist schon in Ordnung. Tut mir leid, ja, ja. Keine Sorge, Koa. Es war dein erster Versuch. Das ist normal. Talent muss gefördert werden. Übung macht den Meister. Fürchte dich niemals davor, zu scheitern oder falsch zu liegen. Mach einfach morgen wieder Abendessen. Dann übermorgen, dann überübermorgen, bis alles klappt. Laufe niemals vor deinen Fehlern davon. Nächstes Mal mache ich's besser. Genau. Komm zum Tor der Wächter. Warum? Ich möchte dir etwas sagen. Aber nimm zuerst diesen Schlüssel und hole mir die Kristallkugel aus meiner Truhe. Aus deiner Truhe? Ja. Du hast mir noch nie erlaubt, in deine Truhe zu schauen. Heute machen wir eine Ausnahme. Wir treffen uns am Tor. Alles klar. Sonic Boom, Sonic Boom, Sonic Boom, la 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 la. Die Koa rennt, die Koa rennt, das Feuer brennt, la 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 la. Ui! Entschuldigung, da konnte ich nicht anders. Ah, hier ist der Kristall, diese Truhe ist voll mit Kleinigkeiten von mir und einer Menge Briefe und Papier. Haku bewahrt alles auf, aber nichts Wertvolles. Ich werde Yaka den Kristall bringen. Okay. Die Nao. Die Koa rennt, das Feuer brennt. La 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 la. So, alles in allem eigentlich ein sehr, sehr schönes Spiel. Optik gefällt mir super. Ich finde das super. Das, der ernste Gesichtsausdruck. Der ist super. Von den Machern von Dayland. Entwickler heißt Chibiki, glaube ich. Sekunde, ich gucke da jetzt ganz kurz nach. Ich werde euch die Shop-Seite auch nochmal verlinken, wenn das rauskommt. Beziehungsweise ist die Steam-Seite gibt es ja schon. Genau, von Chibik. Was wolltest du mir sagen, Jaja? Erinnerst du dich an die Geschichte über die Wächter? Ja, sie beschützen das Meer und das Tor. Genau. Wann auch immer die Insel einer Bedrohung ausgesetzt war, versammeln sie sich hier und öffnen das Tor mit Hilfe der vier Kristalle. Öffnet sich das Tor irgendwann wieder? Nur, wenn Mara in großer Gefahr ist. Sie wird sich öffnen, wenn die vier Kristalle hier eingesetzt werden.
wie 4 Schlüssel. Ich wünschte, ich könnte sehen, was sich hinter ihr verbirgt. Jetzt ist dafür nicht der richtige Augenblick. Was ist mit den Wächtern geschehen? Sie sind nach und nach verschwunden. Nur wenige begriffen ihr Werk. Das ist traurig. Ich glaube, dass die Welt durch die Zusammenarbeit zwischen den Leuten angetrieben wird. Siehst du die Spirale auf dem Tor? Die Punkte sind voneinander getrennt, aber die Spirale verbindet sie alle. Der Wind von Mara. Stimmt, so wie wenn du mich um etwas bittest und ich dir helfe. Ja, auch wenn du dich immer beklagst. Naja, ich würde am liebsten nichts tun. Liegst du denn nicht gern einfach in dem Gras? Natürlich, wer denn nicht? Es ist jedoch sehr wichtig, Verantwortung zu übernehmen. Wenn einer dieser Punkte verschwindet, würde alles zusammenbrechen. Chor, du musst anderen helfen, immer. Wie? Indem du ihnen gibst, was sie brauchen. Oder einen Samen einpflanzt. Jede Tat, so klein sie auch erscheint, kann anderen nützen. Müssen wir allen helfen, selbst wenn sie gemein sind? Es gibt gemeine Leute, die verloren sind und Hilfe brauchen. Aber es gibt auch Leute, die wirklich gemein sind. Wie kann ich den Unterschied erkennen? Das erkennst du, wenn du ihnen in die Augen siehst. Lade sie zum Essen ein. Das sagst du oft, ja. Mit Speis und Trank gewinnst du jedes Herz. Das stimmt, Chor. Vergiss das nicht. Es ist Zeit, schlafen zu gehen. Jetzt schon, der Tag ging wirklich schnell vorbei. Gute Nacht, kleine Wächterin. Na gut, geh zurück nach Hause und schlafe. Okay. Jetzt erst nochmal vom Schlafengehen richtig abrennen. Dass wir auch ja nicht müde sind. Oder vielleicht erst recht. Hui! Ich will eigentlich die ganze Insel. Ich glaube, die haben die Insel schon groß. Ich will einfach. Ich will nicht ins Bett. Ich will wirklich jetzt einfach die ganze Insel erkunden. Aber die Oma hat gesagt, wir sollen ins Bett gehen. Katzin! Na, 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 na. War das? Das Intro? Ja! Das war Sommer in Mara. Ich glaube, das war's wirklich. Es sieht lustig aus. Also, wenn man wirklich noch tauchen gehen kann, sich einen Rucksack craften kann, die Stadt besuchen kann. Andere Insel. Oh, ich habe richtig Bock auf das Spiel. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das wird richtig lustig. Ein Hund! Wir können Hundi haben! Oh, wie geil! Oh, schön! Super! Ich habe richtig Bock. Ich habe richtig Lust. Also, ich freue mich schon. Ich freue mich schon richtig auf das Spiel. Was ist die Yuki? Ah, super. Also, ich habe richtig Lust, aber es sieht richtig schön aus. Summer in Mara. Available on Steam. Juni 16. Oh, super. Hat mir super gefallen. Ich glaube, das Spiel macht mir richtig Spaß. Wie gesagt, ich habe auch Dayland gefeiert. Also, ihr könnt ja gerne die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel so findet, ob euch das gefällt oder nicht. Aber das, was ich gesehen habe, ist so ein bisschen Vorfreude drauf. Und ich habe richtig Lust, dass das am Dienstag rauskommt. Und ich werde das wahrscheinlich direkt holen. Je nachdem. Und ich habe richtig Lust. Ich bin so ein bisschen vorgefertigt da drauf. Naja, man sieht sich, Leute. Lasst euch in den Kommentaren aus. Haut rein. Ciao mit V.